In dieser Videoreihe, die den Titel Wissenswürfel trägt, kombinieren wir verschiedene islamische Themen in einem Video und fassen uns dabei kurz. In diesem Video sprechen wir 5 Themen an. Fangen wir direkt mit dem Thema Nummer 1 an. Die Gebetswaschung freiwillig wiederholen. Es ist ein bestätigter Fakt und wird immer wieder von den Gelehrten angesprochen, dass die freiwillige Gebetswaschung viel Lohn mit sich bringt. Von daher wiederhole deine Waschung, auch wenn du nicht beten musst, denn in einer Überlieferung heißt es wie folgt. Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm, sagte, jener, der seine Gebetswaschung wiederholt und das, obwohl er nicht beten muss, dem wird Gott all seine Sünden vergeben. Thema Nummer 2, der Unterschied zwischen Iman und Islam. Ein Muslim bist du, wenn du die Schahada aussprichst und die Lehren des Islams bezeugst. Der Begriff Muslim sagt in diesem Fall noch nichts über deine Glaubensstärke aus. Dementsprechend könntest du ein gläubiger Muslim sein oder auch ein Sündiger. Ein Mu'min hingegen bist du erst, wenn du mit Taten und Frömmigkeit überzeugst, alle verpflichtenden Handlungen einhältst, du bei jedem deiner Schritte darüber nachdenkst, wie du dich bezüglich deiner Hingabe zu Gott bessern kannst. Der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, beschreibt den Unterschied zwischen Iman, also ein Mu'min sein, und Islam wie folgt. Iman ist, zu bezeugen und infolgedessen zu handeln, während Islam nur das Bezeugen vor deiner Handlung ist. Auch sagte der Prophet, Islam ist ein Lippenbekenntnis, wohingegen der Iman im Herzen haust. Kleine Info am Rande, ein Mu'min wird nie das Höllenfeuer zu spüren bekommen, bei einem Muslim hingegen könnte es der Fall sein. Thema Nummer 3, Diskussionen unter Glaubensgeschwistern. Miteinander über religiöse Themen zu diskutieren, selbst wenn man nicht der gleichen Meinung ist, ist in den Augen Gottes eine wunderschöne Tat. Hierbei darf deine Absicht nicht darin bestehen, dein Gegenüber besiegen zu wollen, sondern vielmehr, ihm den nach deiner Auffassung wahren Weg näher zu bringen. Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm, berichtet, dass der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, Allah subhanahu wa ta'ala wie folgt zitierte. Diskussionen des Wissens zwischen meinen Dienern gehören zu den Dingen, welche die toten Herzen wiederbeleben, wenn diese denn zu meinen Geboten führen. Thema Nummer 4. Imam al-Sadiqs wichtige Rolle für die Schiiten. Du fragst dich sicherlich, weshalb wir Schiiten etliche Überlieferungen von Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm, besitzen. Der Grund ist folgender. Die Imame, die nach Imam Ali, der Friede sei mit ihm, kamen, standen täglich unter Beobachtung und durften aufgrund der blutrünstigen umayyadischen Herrscher die Lehren des Propheten Mohammeds nicht frei lehren. Von daher taten sie es insgeheim, vermehrt hinter 4 Wänden, statt öffentlich. Zu Zeiten von Imam al-Bakr und Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihnen, änderte sich jedoch die Lage. Die Umayyaden und Abbasiden waren nämlich damit beschäftigt, sich über die Herrschaft zu streiten. Somit beschäftigten sie sich im Gegensatz zu ihren Vorgängern kaum mit der Überwachung der Imame. Imam al-Bakr und Imam al-Sadiq holten das Maximum aus dieser Zeit heraus und unterrichteten die Lehren des Propheten Mohammeds so viel sie nur konnten, auch öffentlich. So nahmen zum Beispiel des Öfteren Tausende von Menschen an den Unterrichtseinheiten von Imam al-Sadiq teil. Selbst nebensächliche Themengebiete wie Biologie und Chemie wurden von Imam al-Bakr und al-Sadiq unterrichtet. Thema Nummer 5. Überlieferungen, welche dem Koran widersprechen. Jede Überlieferung, die dem Koran widerspricht, ist zu verwerfen, denn der Koran ist das einzige Werk, welches unter dem Schutze Gottes steht. Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm, sagte in einer authentischen Überlieferung, alle Dinge sind zurückzuführen auf den Koran und die Sunna und jede Überlieferung, welche nicht mit dem Koran übereinstimmt, ist wertlos. Um dir ein einfaches Beispiel zu nennen, eine Überlieferung spricht über die Verfälschung des Korans. Nun besitzen wir jedoch einen Vers aus dem Koran, der dieser Überlieferung widerspricht und folgendes sagt. Gewiss, wir sind es, die die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. In diesem Vers versichert uns Gott, dass er den Koran stets beschützen wird. Von daher hat der Koranvers Vorrang, während die Überlieferung verworfen wird, sofern diese keine andere Deutung zulässt. Das waren die 5 Themen für dieses Video. In Zukunft, so Gott will, folgen weitere. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Abonniere gerne diesen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Islamische Grüße und einen gesegneten Tag.